Hallo liebe Poolfreunde, neulich hat uns auf Instagram eine Nachricht erreicht und zwar wollte ein User wissen, was hat es eigentlich mit diesen Bodenabläufen genau auf sich, wofür sind die gut? Viele glauben, es ist zu vergleichen mit einem Stöpsel in einer Badewanne, aber dem ist definitiv nicht so. Und was es mit den Dingern auf sich hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Übrigens, solltest du noch kein Abonnent unseres Kanals sein, dann wird es jetzt auch Zeit. Jeden Sonntag gibt es ein neues Video rund um das Thema Pool, also abonnieren nicht vergessen. Ein Bodenablauf stellt einen weiteren Ansaugpunkt im Pool dar, also ähnlich wie ein Skimmer. Und das Skimmer sowie aber auch der Bodenablauf werden beide jeweils an die Filterpumpe angeschlossen und werden somit in den Wasserkreislauf integriert. Wichtig zu wissen für euch ist, dass man einen Bodenablauf nicht so einfach bis gar nicht nachrüsten kann. Dementsprechend muss man bereits beim Poolbau bzw. bei der Bestellung des Pools wissen und beachten, möchtet ihr einen Bodenablauf haben oder nicht. Schauen wir uns mal an, wie so ein Bodenablauf eigentlich aufgebaut ist. Das, was ihr hier jetzt oben seht, das ist der Deckel, die Blende. Das ist auch im Prinzip das, was ihr hinterher am Poolboden hinterher sehen werdet. Alles, was unten drunter ist, wird mit in die Bodenplatte eingegossen, also in den Beton mit eingegossen. Hier oben wird das Poolwasser angesaugt und gelangt dann hier über eine Verrohrung bis zur Filterpumpe. Und das ist eine Kunststoffvariante. Und das Ganze gibt es natürlich auch hochwertiger aus Edelstahl. Je nachdem, wie hoch euer Budget ist oder wie sorgfältig ihr alles verbauen möchtet, habt ihr natürlich auch Qualitätsunterschiede. Was sind nun eigentlich die Vorteile, wenn ihr einen Bodenablauf in eurem Pool habt? Ich denke mal, der wichtigste Vorteil ist, dass ihr das komplette Poolwasser ablassen könnt, ohne eine Tauchpumpe oder sonstiges Zubehör verwenden zu müssen. Ein großer weiterer wichtiger Vorteil ist, dass ihr eine bessere Umwälzung eures Poolwassers habt. Und solltet ihr zum Beispiel in Urlaub fahren oder auch allgemein wärmere Temperaturen da sein sollen und mehr Wasser aus eurem Pool verdunstet, kann es natürlich passieren, dass der Wasserstand unterhalb eures Skimmers gelangt. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass Luft angesaugt wird. Und habt ihr einen Bodenablauf, so ist eigentlich garantiert, dass immer Wasser angesaugt wird. Auch damit zusammenhängt, könnt ihr auch eine längere Rückspülung machen, eben auch unterhalb eures Skimmers, also der Skimmeröffnung. Und somit könnt ihr auch euren Sandfilterbehälter effektiver reinigen. Solltet ihr noch mehr Inspirationen rund um das Thema Pool suchen, dann besucht uns doch auch gerne auf Instagram, so wie unser User, der uns neulich angeschrieben hat mit seiner Frage über die Bodenabläufe. Wir freuen uns über jeden einzelnen Follower. Gibt es denn auch Nachteile von einem Bodenablauf? Naja, ihr müsst natürlich bedenken, hier wird Wasser angesogen und dort, wo ein Sog entsteht, da können sich natürlich auch Haare verfangen. Also wenn ihr Kinder habt, dann bitte dran denken. Das ist echt könnte ein großes Risiko darstellen. Es gibt aber spezielle Aufsätze. Diese Aufsätze werden Haartests unterzogen und diese müssen eine entsprechende Norm erfüllen, damit das Risiko gemindert wird. Zusätzlich können wir auch definitiv empfehlen, direkt einen zweiten Bodenablauf zu verbauen, denn so wird der Sog eben auf zwei Bodenabläufe verteilt und somit auch halbiert. Naja, zusätzlich kann es natürlich auch sein, dass ein Bodenablauf in eurem Pool eine weitere Leckstelle verursachen könnte. Aber seien wir mal ehrlich, das ist mit anderen Einbauteilen genau das gleiche Spiel. Also wenn ihr ordentlich montiert oder es montieren lasst, besser gesagt, dann habt ihr auch nichts zu befürchten. Was müsst ihr bei der Montage eines Bodenablaufs beachten? Also zuerst einmal, wie bereits erwähnt, ihr müsst den Bodenablauf vorher eingeplant haben, weil dieser in die Betonbodenplatte mit eingegossen wird. Das Ganze soll dann ebenerdig abschließen und bei der Montage bzw. beim Gießen auch darauf achten, dass ihr die Oberseite abklebt, dass euch keine Betonmasse in den Bodenablauf reingelangen kann. Im Optimalfall beschwert ihr das Ganze noch mit einem Stein und füllt etwas Wasser in den Bodenablauf bzw. die Verrohrung, damit euch der Bodenablauf beim Gießen der Betonbodenplatte nicht aufschwimmen kann. Schaut bitte, dass ihr auch einen Kugelhahn verwendet für den Skimmer sowie aber auch für den Bodenablauf. So könnt ihr beide Ansaugstellen separat steuern. Und ihr müsst bitte auch gucken, was für einen Pool ihr genau habt, denn es gibt für Betonbecken bzw. Folienbecken auch unterschiedliche Bodenabläufe. Schaut, dass ihr da auf jeden Fall den richtigen kauft. Wir haben den Bodenablauf jetzt einmal hier für euch auseinandergenommen. So sieht er aus, wenn er einbetoniert wird, natürlich oben abgeklebt, damit nichts reinläuft. Bevor ihr jetzt euren Pool aufbaut und die Folie in euren Pool hängt, müsst ihr natürlich oben die Klebestreifen oder was ihr auch oben drauf habt abnehmen. Dann wird die Poolfolie in euren Pool gehangen.
Wir haben jetzt mal exemplarisch hier so ein Stück Folie. Ach ja, und bevor ihr das tut, müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr eure Dichtungsringe anbringt. Hier ist meistens ein Klebestreifen dran, den kann man abnehmen, mit den Löchern ausrichten und festkleben. Dann, wie erwähnt, kommt die Poolfolie oben drauf. Dann lasst ihr ein bisschen Wasser in euren Pool laufen. Und wenn dies geschehen ist, könnt ihr mit ein wenig Fingerfertigkeit die Löcher hier im Ring erfüllen und nehmt den Flansch vom Bodenablauf mit einem weiteren Dichtungsring, welchen ihr entsprechend festklebt. Legt den an und könnt dann mit den beigelieferten Schrauben, nicht wundern, die sind vorne spitz, die könnt ihr quasi durch den Flansch, durch die Folie in den unteren Teil des Bodenablaufs durchstechen und auch festschrauben. Das müsst ihr dann natürlich entlang des kompletten Rings machen. Schön festziehen, dann ist das Ganze auch dicht. Dann könnt ihr auch schon den ersten Einschnitt hier in die Folie reinmachen. In diesem Moment fließt natürlich auch das Poolwasser durch das Loch in eure Verrohrung rein. Also müsst ihr bitte darauf achten, dass ihr an der Verrohrung auch einen Kugelhahn verwendet, beziehungsweise die Verrohrung oberhalb eures Wasserspiegels liegt, da euch das ganze Poolwasser sonst wieder rausfließt. Schreibt doch mal bitte unten in die Videokommentare, was haltet ihr aktuell von einem Bodenablauf? Habt ihr einen verbaut? Möchtet ihr einen verbauen? Wie gesagt, hinterlasst uns mal einen Kommentar. Jetzt stellt sich euch wahrscheinlich die Frage, benötigt ihr denn unbedingt einen Bodenablauf? Seien wir mal ehrlich, jeder Pool funktioniert auch nur mit einem Skimmer. Also nein, ihr benötigt nicht unbedingt einen Bodenablauf. Aber wie bereits erwähnt, so ein Ding bringt sehr viele Vorteile mit sich. Gerade das Ablassen des kompletten Poolwassers ohne weiteres Zubehör ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Möchtet ihr einen Slim-Skimmer bei euch verbauen, dann benötigt ihr definitiv einen Bodenablauf. Denn es kann hier sehr schnell passieren, dass die Wasserlinie unterhalb eurer Skimmeröffnung fällt und dann saugt die Filterpumpe Luft an und kann beschädigt werden. Also bei einem Slim-Skimmer müsst ihr einen Bodenablauf wählen. Aber ansonsten unsere Empfehlung, auf jeden Fall verbaut einen Bodenablauf, ihr werdet es nicht bereuen. Das war es auch schon mit dem Video über die Bodenabläufe. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen und ein paar Fragen beantworten. Sollten noch Fragen offen sein, schreibt das doch gerne unten in die Kommentare. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen. Über jeden Support freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Mein Name ist Philipp vom Pool Power Shop. Bis zum nächsten Mal.